So, und der erste heute ist der Marcel und der ist 29. Guten Morgen, Marcel. Wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Du hast dich zum Thema Schmutz gemeldet. Genau, also ich muss erstmal sagen, ich bin eigentlich ein sehr sauberer Mensch. Ja, also man erwartet sowas nicht von mir. Ich dusche mich jeden Tag und habe auch sonst eigentlich keine Probleme mit Schmutz. Mhm. Aber ich bin nebenbei seit vielen, vielen Jahren Escort. Und aber nicht für Frauen, sondern für Männer. Also Escort heißt, du erklärst es uns? Escort heißt, ist eigentlich ein Überbegriff für Prostituierte etc. Ja. Also ich hole mir meine Kunden zu mir nach Hause, bin aber kein normaler Escort, sondern ich bin ein Dominus. Ja. ein Dominus, also ein Dominanter. Also es ist nicht auf dich bezogen als Domian. Nein, ich habe schon verstanden. Ich bin Dominus, das ist das Gegenstück zu einer Domina. Ah. Also ein Dominant. Genau, ich bin der männliche Pendant zu einem Domina. Das heißt, ich schlafe mit denen nicht, ich habe mit denen keinen Sex, keine sexuellen Kontakte, sondern ich bin mehr so, ne? Und da habe ich viele verrückte Menschen. Unter anderem gibt es einen Stammkunden seit Jahren bei mir, der möchte von mir mein Smegma haben. Hast du Smegma? Ich habe es, wenn ich möchte, natürlich, das hat jeder Mensch. Ja, da muss man sich aber schon sehr lange nicht pflegen. Ja gut, also bei mir ist es leider oder glücklicherweise so, dass ich das schon nach einem Tag ungefähr habe. Es ist bei mir halt, wenn ich mich einen Tag nicht dusche, beziehungsweise wenn ich mich untenrum nicht wasche, ist es wirklich schon nach einem Tag da. Aber also. Nicht sehr ausgeprägt, aber es ist halt, es ist da und wenn ich wirklich ein paar Tage das nicht mache, so wie der Kunde es möchte, dann ist es sehr viel da. Also ihr Lieben, ihr müsst jetzt sehr tapfer sein, aber das gehört nun mal zu dem Thema, dass es auch ein bisschen eklig ist. Aber da müssen wir dann halt drüber sprechen. Was genau passiert dann mit dem Smegma? Also du bist ja der Dominante, du bist der Dompteur. Ja, gut, bei ihm jetzt nicht so. Ich mache das auch natürlich, ich mache andere Wünsche auch, aber ich mache das, das ist ein spezieller Wunsch und es gibt gutes Geld und darum mache ich das. Er möchte erstmal dran riechen, weil es ist sehr intensiv riecht. Ja, es ist halt sehr, wie ein Harzer Käse sozusagen, ja, also noch ein bisschen schlimmer. Und er möchte da erstmal dran riechen. Und er hat auch einen zweiten Wunsch, er möchte, dass ich meine Fußnägel wachsen lasse und dann eine Woche lang vorher nicht sehr gründlich sauber mache, weil das auch einen sehr, sehr, sehr heftigen Smell hat, ja, so sagt man das in der Fachsprache. Ist das krass. Und dann möchte er, er bringt immer ein Brot mit und möchte nein, dann... Sag's nicht. Okay. Sag es doch. Ich schabe dann dieses Snack mal ab, schmier es aufs Brot. Unfassbar. Er möchte dann auch die Fußnägel, diese dreckigen Fußnägel, dass ich die abknipse und auf dieses Brot mache und er isst es dann vor mir. Nein, du glaubst, ehrlich? Es ist wirklich, ich habe es auch nicht vorher geglaubt, aber es ist wirklich, es gibt sowas, es gibt alles, was man sich nicht denken kann. Ja, ich weiß, es gibt alles. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass dieser Herr vielleicht sogar ein Top-Manager irgendwo ist. Du kennst dich aus. Also es ist wirklich so, es gibt viele hohe Tiere in dieser Branche, die mich von mir erniedrigen lassen, von mich kleinen 1,76 Typ. Ja, also es ist wirklich, es ist krass. Also es aber gerade dieser Typ, weißt du, was der, ohne ihn jetzt verraten zu wollen, nur so die Richtung, was er vom Beruf macht? Ich kenne viele vom Beruf her, aber ihn habe ich warum auch immer nicht gefragt. Ich weiß nur, dass er jetzt momentan im Ausland ist. Das heißt, er ist nicht bei mir unter meine Fittiche und hat wahrscheinlich im Ausland zu tun, was wahrscheinlich schon darauf hinweist, dass er erfolgreich ist. Aber der hat gut Kohle. Was bezahlt der denn für diese perverse Aktion? Was bezahlt der dafür? Also ich erzähle ungern drüber, aber ich meine, jeder kennt meinen Job, jeder weiß von mir, meine Mutter weiß es auch, die lacht über solche Geschichten teilweise sehr herzlich. Er war mal hier gewesen für 10 Minuten, weil er einfach mal so wirklich auf die Schnelle da war in der Nähe, da hat er mir 100 Euro dafür gegeben für 10 Minuten, was gar nicht so schlecht ist, aber schon 200, 300, 400 Euro für diesen doch aufwendigen Job, weil das ja auch über Tage geht und ich muss auch Vertrauen haben, weil es gibt Leute, viele Faker in der Szene, die sowas von mir verlangen und dann kommen sie nicht und dann stehe ich natürlich da mit meinem Smegma, ja, kann in der Zeit nicht mit Frauen schlafen, weil ich den Frauen nicht antun möchte, ich stehe ja nur auf Frauen, bin ja hetero. Du bist eigentlich hetero, was ja auch sehr bizarr ist, du bist hetero und bedienst aber ausschließlich Männer. Ja gut, aber da muss man sich auch mal fragen, weil viele mich dann fragen, warum machst du es mit Frauen nicht, dann frage ich sie als Gegenstück,
Ich möchte, warum soll ich mit Frauen schlafen, die für Sex bezahlen? Die sehen wahrscheinlich dementsprechend aus, ja. Die sind dann nicht hübsch, die sind alt, die sind dick oder sonst was. Dann, ja, vor allen Dingen. Da trete ich doch lieber Leuten in die Eier, ja, und krieg dafür Geld, als wie wenn ich mit so Frauen schlafe. Ich würde sagen, du schläfst ja mit den Männern nicht. Du hast ja im Nein, du ich hast bin Domino. Ja, ich mach die nur fertig. Ja, du hast nie Sex mit einem Mann. Null. Ich könnte es nicht. Ich wünschte, ich wäre bi oder schwul, weil da könnte ich mehr Geld machen, aber ich krieg einfach nicht. Ja. Ich muss das nochmal verdauen. Das ist ja so, das ist ja unfassbar pervers, finde ich. Es geht noch perverser. Ich habe ja noch eine zweite Geschichte. Ja. Es gibt ja noch einen anderen. Ist die zumutbar für meine zarten Zuhörer in der tiefen Nacht? Wir fangen mal an und wenn nicht, dann brennen sie es weg. Alles klar, ich rede mal langsam. Es gibt noch einen, der verehrt mich echt total. Der ist auch echt ein hübscher Kerl, zwar ein bisschen molliger oder so, aber er hat auch schon gesagt, er ist in mich verliebt und schenkt mir regelmäßig schöne Sneakers. Also Sneakers sind diese schönen, tollen Schuhe, diese Turnschuhe, die auch sehr teuer sind. Mhm. Und er kommt regelmäßig vorbei und er möchte, dass ich mit diesen tollen, blitzblanken Sneakers draußen rumlaufe und je ekliger, desto besser. Das heißt, eine Tretmine, also Hundekot oder vielleicht mal Erbrochenes oder Sonstiges. Und dann kommt er vorbei und legt sich auf den Boden und ich halte ihm diese Dinger hin und ja, den Rest kann man sich, denke ich, mal denken. Also es ist jetzt... jetzt so richtig. Leckt er das ab? Er leckt es ab, ja. Oh. Genüsslich bis zu blitzeblank. Aber der Typ muss doch todkrank werden nach einer gewissen Zeit. Ich hab mich auch gefragt, normalerweise müsste er eigentlich eine Fresse haben mit Herpes voll oder sonst was, aber null. Er ist total gepflegt, er ist braun gebrannt, er hat schöne Zähne, sonst was. Null. Also, dem würde man das wahrscheinlich, wenn man den im normalen Leben kennenlernen würde, nicht. Null kennen. Null Anmerkung. Überhaupt nicht. Null. Null. Überhaupt nicht. Gerade die sind es ja wahrscheinlich, die man, wo man das am wenigsten vermutet, ja. Ich bin völlig geschockt. Meine unschuldige Seele ist völlig geschockt, Marcel. Mann, du machst das nebenher. Du hast noch einen Hauptjob. Ich bin eigentlich Einzelhandelskaufmann zurzeit, ein bisschen auf Arbeitssuche, was auch einen anderen Grund hat. Aber ich mache sowas nur nebenbei. Also ich mache das wirklich nicht regelmäßig. Wenn ich mal wirklich mal Geld drauf brauche, dann mache ich das. Mhm. Aber ich mache das auch nicht jeden Tag oder so, weil es geht auch an die Psyche, was die Frauen sagen schon, was die Männer da teilweise verlangen und das schreiben und so. Das ist alles mal ein bisschen. Das wollte ich gerade sagen, Marcel. Wir reden da jetzt ein bisschen flapsig drüber. Wir ekeln uns und denken, was sind die Leute bekloppt und die Sache ist wieder vergessen. Aber wenn du das so, du erlebst es ja wirklich hautnah mit. Was macht das mit dir, dass du mit einer solchen Perversion bisweilen konfrontiert wirst? Ja gut, einerseits, ich denke natürlich nur ans Geld. Na klar, ich bin damit eingestiegen, an das Geld nur zu denken und nur des Geldes halber. Auf der anderen Seite denke ich mir wahrscheinlich schon, was machst du hier eigentlich? Ja, warum machst du das? Aber viele können mich nicht verstehen, weil sie könnten sich darüber überwinden, sowas zu machen. Mhm. Ich kann mich zum Beispiel nicht überwinden, irgendwie fremde Menschen zu küssen, ja. Mhm. Weil für mich ein Kuss sehr intim ist und das wird mich auch viel Überwindung kosten. Und so geht es mir halt, oder so geht es den anderen halt, sie könnten sowas halt machen. Verachtest du die Leute in deinem tiefen Inneren aufgrund oder wegen ihrer Perversion? Nein. Weil jeder seinen Fetisch hat. Ich wollte auch noch was dazu sagen, weil ich habe auch einen kleinen Fetisch, was jetzt auch ein bisschen so damit zu tun hat. Und zwar, wenn ich mit Frauen schlafe, ohne Kondom, was nach einer Zeit auch mal vorkommt, weil man da auch mal irgendwann sehr Spaß haben möchte, dann ist es so, dann wasche ich erstmal meinen Penis nicht. Und ich rieche dann natürlich auch dran, wie sich das dann halt, also wie es dann riecht, dieses Sekret von der Vagina und hol mir darauf einen runter. Ja? Also es ist wirklich auch so eine Art Fetisch von mir, mit Frauen zu schlafen und danach sich nicht zu waschen und dann einfach nur an den Geruch sich so ein bisschen zu ergötzen. Marcel, noch mal eine Frage zu deinen Kunden. Was sind die außergewöhnlichsten Kunden? Oder wer sind die außergewöhnlichsten Kunden? Außergewöhnlichsten Kunden sind die Kunden, die ich nicht annehme. Es gab jetzt letztens einen, der wollte, dass ich mit einer Kneifzange seine Samenleiter durchtrenne. Boah. Das ist sowas, was ich nicht mache. Ja, ich bin Polizistensohn, ja. Ich weiß, was darauf steht. Also, ja. Es gibt Leute, die wollen einfach impotent getreten werden. Es gibt Leute, die wollen Finger gebrochen werden. Ja. Das ist einfach für mich einfach, das geht nicht, ja. Okay, Solange es nicht illegal ist, dann ist es für mich. Ja. Das ist so die eine Gruppe. Aber ich meinte jetzt von den Leuten, die du bedienst. Was sind da die ungewöhnlichsten Kunden? Aus welcher Gruppe, Berufsgruppe kommen die? Es gab mal einen, der ist vorher mal in den Zoohandel gegangen und hat 2-3 Pakete mitgebracht und hat die ausgepackt, hat einen gelben Sack aufgerissen und auf den Boden gelegt, hat sich auf den Boden gelegt neben den gelben Sack,
hat dann die Pakete aufgemacht, da waren Heimchen, Grillen, Käfer drin und ich musste einfach nur auf diese Käfer drauftreten und allein dieses Knacken hat ihn sexuell erregt. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, was wir hier hören. Das haben wir das ist sowas noch Lustiges. Nie. Ich finde sowas lustig, weil viele, ja, die armen Heimchen. Sag mal, wir haben ja nun in den letzten Monaten und im letzten Halbjahr sehr viel über das hier sind ernsten Schlenker, sehr viel über Kirche, Sexualität Verbot. Hast du auch Priester als? Ja. Also Priester sind wirklich, ich habe viele gehabt und das denkt man halt auch nicht, aber wirklich 80%, würde ich mal sagen, sind bi oder schwul und das hat mich auch ein bisschen erschüttert, ganz ehrlich. Mich erschüttert ja wenig, aber viele Priester sind dabei gewesen und haben das auch wirklich heimlich gemacht. Ich muss da ja sehr diskret sein und haben mich auch wirklich drum gebeten und nochmal vielleicht ein 50er draufgelegt, dass ich wirklich nichts sage, ja. Und ich habe dann dankend abgelehnt und gemeint, ich bin sehr diskret, ich mache das nicht, warum soll ich hier jemanden erpressen? Ich bin, das würde meinen Ruf auch schädigen, aber es gibt leider sehr viele, Priester und andere Autoritätspersonen, die da wirklich sowas machen. Andere Autoritätspersonen zum Beispiel? Ja, Polizisten zum Beispiel natürlich, Anwälte, Ärzte, sowas in der Art, ne? Also wo wirklich Leute da sind, die schon ein bisschen Macht haben. Verstehe. Altersspektrum von bis? Ist alles dabei. Also vom Azubi, der für mich auch mal spart, um mich mal zu erleben, bis zu einem Rentner, der seine Rente irgendwie für sich verpasst. Sozusagen, es gibt auch wirklich Leute, das ist auch sehr krass, das glauben auch nicht viele Leute, es gibt Geldsklaven, ja. Ich habe mal einen gehabt, der hat wirklich jeden Monat sein halbes Gehalt an mich überwiesen, einfach nur, weil er mich toll findet. Ja, sowas habe ich auch schon mal gehört. Das ist wirklich sehr krass und da hast du wirklich dann auch Glück, ne? Aber sowas hält nicht lange und gut, aber es ist wirklich eine sehr krasse Welt. Marcel, du hast uns einen Scheinwerfer angemacht, damit wir mal heute Nacht in einen Abgrund schauen. Ganz genau. Und wir haben jetzt ein bisschen mal reingeschaut, was wir alle schon etwas ahnen, was es so gibt, aber das ist ja wirklich heftig. Danke für deine Offenheit und danke für deinen Anruf, Marcel. Ich danke. Und hab dich im Auge, dass du dich selbst schützt vor diesen Dingen, dass es keine Deformation bei dir gibt, wenn man das so oft miterlebt. Halt dich einfach im Auge. Alles klar. Alles Gute. Okay, super. Danke. Tschüss, Marcel. Dir. Ciao. Ciao. So, jetzt müssen wir erstmal alle ein bisschen durchatmen. Ihr holt euch vielleicht mal einen Tee oder ein Wasser zu Hause. Es wird sicherlich harmlos weitergehen.